Hallo liebe Pfeifenfreunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu diesem Video. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder zu mir gefunden habt und eingeschaltet habt. Heute gibt es kein Tabak-Review von mir, wie ihr im Titel lesen konntet. Stelle ich euch heute ein paar Pfeifen vor. Und zwar hat der liebe Sladdy von Sladdys Brennkammer, wer sein letztes Video gesehen hat, wo er da in der Tschechei unterwegs war, ja, der hat mich nominiert, mich unter anderem nominiert, mal zu zeigen, in welchen Pfeifen ich vorzugsweise Latakia verrauche. Und angeregt wurde das alles durch den lieben Pascal, auch einem Mitglied der Pfeifen-Community. Den interessiert es nämlich, warum der ein oder andere von uns genau diese Pfeife für Latakia hernimmt, welche Kriterien da reinspielen, wieso, weshalb, warum. Ja, ich will dieser Nominierung natürlich gerne folgen und mache da gerne mit, denn ich habe etliche Pfeifen in meiner Latakia-Sammlung, denn Latakia ist ja mein bevorzugter Tabak und darum habe auch ich meine Pfeifensammlung ein bisschen sortiert nach Aromaten naturnah Latakia. Die Aromatenabteilung ist, ich will nicht sagen, die stiefmütterlich behandelte Abteilung, aber im Moment rauche ich da wenig davon, Aromaten. Aromaten, da bin ich nicht mehr so auf der Suche, da habe ich meine gefunden, die ich immer so verrauche. Und darum wird auch in der Aromatensammlung nicht mehr so viel dazukommen wahrscheinlich, es sei denn, es raucht mal einer ab und muss ersetzt werden. Dann habe ich natürlich meine Abteilung für Virginias, Vapors, Orient und naturnahe Tabake halt eben. Auch das eine Kategorie, die ich sehr oft rauche, in der sich auch sehr schöne Pfeifen befinden. Aber eben Latakia ist für mich so mein Favorite-Tabak und ich setze da zwar immer mal auch da eine längere Zeit aus und rauche dann mehr naturnah, aber ich kehre immer wieder zum Latakia zurück und auch zwischendurch, wenn ich dann diese Phase, diese naturnahe Phase habe, rauche ich immer mal zwischendrin immer wieder Latakia. Und in der Latakia-Pfeifenabteilung, um gleich mal zu meinem Auswahlkriterium an Pfeifen zu kommen, da befinden sich Pfeifen, die, das sind schon meine absoluten Lieblinge. Es soll jetzt nicht heißen, dass in der Aromatenabteilung nur hässliche, ungeliebte Pfeifen stehen. Auch hier sind es natürlich Pfeifen, die sich sehr gut rauchen lassen und nicht hässlich sind. Aber in der Abteilung Latakia, da sind schon meine absoluten Lieblinge drin. Und wenn ich eine Pfeife bekomme, spontan oder ja, und ich bekomme diese Pfeife und ich halte die in der Hand und ich betrachte die mir dann und dann weiß ich, diese Pfeife, die willst du oft rauchen, die willst du oft genießen, die willst du oft in der Hand halten und darum geht die dann natürlich in die Abteilung des Tabaks, den ich eben oft rauche und das ist Latakia. Das ist eigentlich so mein erster Auswahlpunkt, warum eine Pfeife bei mir zur Latakia-Pfeife wird. Optik, Haptik. Zum dritten dann natürlich auch Rauchbarkeit. Und da zeige ich euch jetzt mal fünf Pfeifen, die ich mir hier rausgelegt habe. Die ersten beiden Pfeifen, die sind gebraucht zu mir gekommen von einem lieben Mitglied hier aus der Community, lieber Daniel. Arthur Gordon Pym, der Kanalname, aber ihr kennt ihn bestimmt alle noch unter seinem alten Kanalnamen Blätterteig44. Von dem lieben Pfeifenfreund, da habe ich diese Pfeifen erhalten, eben die jetzt hier in die Kamera gehalten werden. Und zum ersten erscheint hier diese wunderbare Stanwell Bulldog. Stanwell Bulldog Specialty Design in Dänemark. Und eine herrliche Pfeife. 14 cm lang mit einer 20er Tabakskammerbohrung, lässt sich hervorragend rauchen. Und warum hat diese Pfeife in meine Latakia-Sammlung gefunden? Ich weiß vom Daniel, dass seine Pfeifen nicht so oft
mit Aromaten in Berührung kommen und ich glaube auch nicht so oft mit Hocharomaten. Und so war es auch bei dieser Pfeife. Und es war für mich klar, als die Pfeife bei mir ankam, da wird Latakia verraucht. Die willst du oft rauchen. Die willst du oft in der Hand halten. Und ja, lässt sich hervorragend rauchen, diese Pfeife. Habe ich oft. Habt ihr auch schon in meinen Videos öfters gesehen. Und ja, lässt sich einfach, muss mich wiederholen, lässt sich einfach nur hervorragend rauchen. Die zweite Pfeife, die ich vom lieben Daniel bekommen habe, da er seine Pfeifensammlung ein bisschen ausgemistet, klingt ein bisschen negativ. Ich sag mal, er hat sie neu gestaltet, denn ausgemistet, das klingt so nach, ich muss den Ausschuss loskriegen. Und die folgende Pfeife, die gehört bestimmt nicht in die Kategorie Ausschuss, denn das ist diese hier, das ist die Masto de Paya Modell Bella. Und wenn die nicht Bella ist, also schön, dann weiß ich es nicht mehr. Diese Pfeife, diese Handmade aus Italien, die ist 16 cm lang und hat ebenfalls eine 20er Bohrung. Alle Pfeifen, die ich euch zeige, sind 9 mm gefiltert. Und ja, auch hier tolle Rustizierung. Ganz toll. Und auch hier dem Latakia geweiht. Die lässt sich so hervorragend rauchen. Dass man so eine Pfeife oft hernehmen möchte und dann nicht irgendwo in eine Abteilung stellt, die man kaum raucht. Das ist wohl verständlich. Darum auch diese Pfeife hier bei mir in meiner Latakia-Abteilung. Die nächste Pfeife, ich nenne es mal eine Budgetpfeife, obwohl es auch ein bisschen negativ klingt. Und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein großer Fan dieser Serienpfeifen. Und die nächste Pfeife, das ist eine meiner absoluten Lieblinge. Das ist diese Molina Barrasso hier, diese Halfband. Diese Pfeife ist also wirklich eine meiner absoluten Favoriten, die ich immer wieder gerne hernehme zum Rauchen. Mit dieser tollen Strahlung, dieser silbernen Applikation, natürlich kein echtes Silber, aber einfach nur toll gemacht. Auch diese Pfeife hier mit einer 20er Bohrung, circa 15 cm. Und ja, kann man sich jetzt streiten, ist es ein Apple, ist es eine Tomato? Mir ist es egal, es ist eine schöne Kugel, die passt gut in die Hand, die lässt sich hervorragend rauchen. Die raucht sich fast von allein, sagt man ja immer. Und ich bin immer wieder überrascht von dem Preis-Leistungs-Verhältnis bei Molina. Molina-Pfeifen werden und würden auch immer wieder zu mir finden, denn ich habe jetzt schon sehr viele Molina hier in meiner Pfeifenvitrine stehen und noch keine davon hat mich enttäuscht. Ja, auch hier wieder Kriterium, die gute Rauchbarkeit und natürlich die große Bohrung. Ich habe es schon mal erwähnt, Latakia-Tabak. Ich stopfe ihn nicht so fest in die Pfeife und er soll sich entfalten können, er soll sich ausbreiten können nach dem Anklimmen und soll seine Aromen verbreiten. Und würde jetzt keine Pfeife nehmen für Latakia mit einer 17er oder 18er Bohrung und auch hier eine 20er Bohrung. Und der Tabak lässt sich hier hervorragend verrauchen, genau wie in der nächsten Pfeife. Auch eine Budgetpfeife, wenn man es so nennen möchte. Es ist die Cesare Barontini, die Novara. Die ist noch gestempelt mit C12, eine Straight-Pfeife, 14 cm lang, auch mit einer schönen Strahlung. Viel Holz, um dieses 19er Bohrloch, aber auch ein sehr
Hier geht fast, also, und ich habe keine kleinen Finger. Hier geht ordentlich was rein. Hier hat man einen sehr langen Rauchgenuss, natürlich auch mit einem schönen, am liebsten mit einem schönen ätherischen Latakia-Tabak. Und diese Pfeife raucht sich auch hervorragend. Und ja, ist schon seit einiger Zeit bei mir in meiner Latakia-Ecke. Die letzte Pfeife, die ich euch zeigen möchte, das ist die zweite Pfeife, die ich mir gekauft habe, als ich mit dem Pfeifenrauchen begonnen habe. Das ist diese Faun Burgund 1632 mit der herrlichen Kork-Applikation. Und auch diese Pfeife ist 14 cm lang und besitzt eine 20er Bohrung. Zu der Pfeife gibt es eine kleine Geschichte. Als ich mit dem Pfeiferauchen begonnen habe, da war ich natürlich wie viele Pfeifenneulinge auf der Suche nach dem Aromaten schlechthin und habe mich durch sämtliche Tabakaromaten eben durchprobiert und ja, bin dann auch bei einem Beerenaromaten angelangt. Ich weiß nicht mehr, was es genau für einer war. Es war irgendwie Heidelbeer, Schlag mich tot, Tabak und hab da zwei Pfeifenköpfe in der Faun verraucht und danach war diese Pfeife so versaut, möchte ich es fast sagen. Die war, hat schon ziemlich gekostet. Ich habe dann ja auch schon mittlerweile immer mal Virginias geraucht und Naturnahe, Orient Perique, aber alles, was man sich in diese Pfeife gestopft hat, hat nach Beeren geschmeckt. Nach so eine süßliche, süß-sauer, fruchtige Beerennote kam immer durch und ich habe mich so geärgert, diesen Beerenaromaten hier in diese wunderschöne Pfeife gestopft zu haben. Bin dann aber auch langsam in die Latakia-Ecke gekommen und was heißt langsam? Ich habe angefangen mit dem McBaren Plum Cake, den habe ich geraucht. Da wusste ich nicht mal, dass da Latakia drin ist, weil ich habe ihn einfach nicht geschmeckt. Und dann erhielt ich eine Probe vom lieben Ralf Ebe und zwar den Port Latakia und das war eigentlich mein Einstieg. Kann man schon sagen, in die Welt des Latakia. Der Ralf hat mich da ins kalte Wasser geschmissen. Und der Tabak hat mir von Anfang an so gut gefallen. Latakia plötzlich, es hat sich eine Welt erschlossen für mich. Und ich habe mir dann sofort eine Dose Latakia gekauft, Port Latakia gekauft, nachdem ich diese Probe geraucht hatte. Und habe mit dem Port Latakia diese Pfeife kuriert. Die war in kürzester Zeit, war die geheilt. Da war der Geist der Bären hier vertrieben. Und seitdem rauche ich Latakia in dieser Pfeife. Und schmeckt mir hervorragend. Besser wie dieser Heidelbeer irgendwas, Waldbeermix, den ich da hatte. Und ja, meine zweite Pfeife, die ich mir gekauft habe, wurde zur Latakia-Pfeife. So viel erst einmal zu diesen fünf Pfeifen, die ich euch jetzt hier gezeigt habe, die meine Latakia-Pfeife sind. Und in meinem nächsten Video, welches kommt, da gibt es gleich eine weitere Pfeife zu sehen, die in meiner Latakia-Abteilung steht, denn ich möchte euch in meinem nächsten Video einen Latakia-Mix vorstellen, der zu mir gefunden hat. Den gibt es schon länger auf dem Markt, aber eben jetzt erst bei mir gelandet ist. Aber ich will nicht vorgreifen. Da müsst ihr aufs nächste Video warten. Was ich aber jetzt noch mache, ist zwei weitere Kandidaten benennen, die hoffentlich, wie gesagt, auch Spaß daran haben, ihre Latakia-Pfeifen zu zeigen. Und weil ich sie schon benannt habe im Video, werde ich sie auch nominieren. Zum einen den lieben Daniel, den Arthur Gordon Pym. Lieber Daniel, wenn du dieses Video siehst, vielleicht hast du Lust und die Muße, uns einmal deine favorisierten Pfeifen
zu zeigen, die auserwählt wurden von dir, Latakia zu verbrennen. Und ich möchte den Mann benennen, der mich auf die, ja, ich möchte sagen, er hat mich schon ein bisschen auf die Latakia-Spur gebracht. Er hat mich ins kalte Wasser geworfen mit seiner Tabakprobe damals. Lieber Ralf Ebe, bitte, du hast auch schon lange kein Video mehr gemacht, glaube ich. Vielleicht kann ich dich ein bisschen wachrütteln hier jetzt mit dieser Nominierung. Zeig uns doch bitte mal deine Pfeifen, in denen du gerne deinen Latakia verrauchst. Würde mich interessieren. Und natürlich auch wahrscheinlich den lieben Pascal, der ja diese ganze Sache ein bisschen angekurbelt hat. Ja, das war's auch schon von mir. Ich hoffe, es war euch nicht so langweilig. Und ihr habt dem ein bisschen meiner wirren Worte gelauscht. War alles ein bisschen improvisiert jetzt hier und ja, seht es mir nach, mein Stottern und mein Stammeln. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch viel Genuss mit euren Pfeifen, mit euren Tabaken, ob es Latakia ist, ob es Heidelbeer-Früchtetee ist oder naturnah. Viel Spaß damit. Bis dahin, euer Marco.